Ho, ho, ho und frohe Weihnachten euch allen. Denn wir spielen heute das Weihnachtsspecial von Slenderman's Shadow. Mitten im Mai. Ist das nicht wunderbar? Aber schön gemacht hier. Mir gefällt auch die Musik. Ja, das hier ist, wie gesagt, das Weihnachtsspecial, die Christmas-Special-Karte von Slenderman's Shadow, die letzte Slenderman's Shadow-Karte, die uns noch fehlt. Quasi der Abschluss unserer kleinen Spielereihe hier. Und ich finde, es ist eine coole Idee. Es ist mal was anderes. Und ich vermute mal, wir müssen Geschenke sammeln diesmal. Oh, hier. Schneemann. Hallo. Oh, ich hoffe, die Musik bleibt die ganze Zeit an. Gefällt mir. Ja Leute, ich habe gestern Abend dann noch The Arrival angezockt. Das ist im Hintergrund gerade am Berechnen. Wird allerdings noch ein bisschen dauern. Es wird verdammt knapp, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich hoffe, ich schaffe das für heute Abend noch. Verdammt knapp wird das Ganze. Auch mit einem Grund, warum ich jetzt diese Aufnahme hier noch mache. Schon wieder ein Schneemann. Ich hab dich im Auge. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich The Arrival rechtzeitig fertig kriege, also das Video. Das dauert nämlich diesmal alles etwas länger beim Berechnen. Oh, unsichtbare Wand. Ich wollte jetzt in den Wald da laufen, aber... Oh, hier. Es ist irgendwie so ein bisschen abstrus jetzt hier. Das Slender-Geräusche und nebenbei spielt die Weihnachtsmusik. Ho, ho, ho. Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Was? Oh, den könnte ich auch mal wieder gucken. Oh, jetzt wird es dunkel hier. Ist erstaunlich, was die Musik für einen Unterschied macht. Normalerweise würde ich mir jetzt hier in die Hosen scheißen, aber mit dieser schönen Weihnachtsmusik bin ich richtig gut drauf. Ah. Und er schreckt mich jetzt trotzdem. Wo ist er? Habe ihn nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Dim, 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 dim. Hey, kein Spielchen spielen hier. Oh. Oh, das ist ja geil. Slenderman macht Urlaub. Wir werden vom Weihnachtsmann verfolgt. Das ist ja geil. Ja, so eine Idee musste erstmal kommen. Scheiße ist das. Oh Mann. Warst du denn auch ein artiges kleines Kind? Komm doch mal auf meinen Schoß. Oh, oh, oh. Oh, oh. Man kann die Taschenlampe ausmachen. Warum sollte man das wollen? Gehört nicht unbedingt zu den einfacheren Karten, habe ich das Gefühl.
Ja. Geschenke. Ich will meine Geschenke. Wahrscheinlich ist noch gar nicht Weihnachten. Der Weihnachtsmann ist böse, weil wir versuchen, die Geschenke schon vorher zu öffnen. Geschenk, Geschenk, Geschenk. Danke, Santa Claus. Es ist einfach geil, diese Karte. Merry Christmas. Och, schade, es war da die Wand zwischen. Ich hatte gehofft, wir könnten ihn uns nochmal richtig angucken hier. So. Auf ein neues. 8 Geschenke sind versteckt hier. Ho, 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 ho. Ja, auf jeden Fall, ich habe gestern Abend noch The Arrival aufgenommen. Nicht besonders viel, es war mehr so ein Testlauf. Ich weiß nicht, halbe Stunde, maximal 40 Minuten oder so sind es geworden. Da wird auf jeden Fall noch mehr kommen, weil wir sind nicht mal ansatzweise mit dem Spiel fertig. Und wie gesagt, ich werde zusehen, dass ich die Folge heute Abend noch raushauen kann. Aber es wird knapp. Es wird wirklich knapp. Also seid nicht böse, wenn es etwas später wird, ja? Auf jeden Fall war ein geiles Spiel bisher. The Arrival meine ich. Richtig, richtig geil. Ich habe mir so in die Hosen gemacht. Aber das seht ihr ja dann alles noch. Geschenke? Meine Geschenke? Geschenke. Ah, Geschenke. Rio will Geschenke. Oh. Gib mir Kuchen, gib mir Schokolade, gib mir Geschenke. Geschenke? Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hast du Geschenke? Gib mir mal Geschenke. Ich will Geschenke haben. Ach, du bist langweilig. Die sind aber auch gut versteckt. Da ist er ja schon wieder. Geschenk, 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 Geschenk. Ey. So. Also das ist auf jeden Fall irgendwas, das ich zu Weihnachten hier nochmal spielen werde. Ich denke, ich werde dieses Jahr zu Weihnachten so ein Christmas-Special machen. So ein paar weihnachtsorientierte Sachen. Es gibt bestimmt jede Menge Weihnachts-Indie-Spielchen und so kleine Spielereien und so, dass man da mal ein bisschen was draus machen kann und nicht immer nur das Gleiche. Okay, das war mutig. Ho, 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 ho. Mein artiges Kind, Santa. Gehst du weg? Lass mich in Ruhe spielen. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Ich wollte doch nur spielen. So was Gemeines. Der lässt mich meine Geschenke nicht auspacken. Na, so ganz harmlos ist unser Santa doch nicht, wa? Geschenk, Geschenk, Geschenk. Ich sehe ein Geschenk. Gib, 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 gib. Hier verläuft man sich sehr schnell.
verläuft man sich hier? Oh, aber da hinten eigentlich schon? Hier bei diesem Turm? Das will ich mir jetzt mal angucken. Oh, jetzt schon. Ach, ich dachte, da liegt was. Na. Wir werden verfolgt. Schneemann, Schneemann, Schneemann. Hilf mir. Beschütze mich vor dem bösen Mann da. Vor dem bösen lieben Mann mit den Geschenken. Geschenke. Ich habe das Gefühl, ich habe die letzten 5 Minuten immer nur das Gleiche gesagt. Kann das sein? Ich komme mir vor wie das Krümelmonster in der Sesamstraße. Kekse! Kennt er das noch? Ich glaube, das ist ja inzwischen irgendwie... Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber die haben ja aus dem Krümelmonster mal irgendwie ein Gemüsemonster oder sonst irgendwas gemacht. Dass es dann keine Süßigkeit und Kekse mehr gefressen hat, sondern gesunde Sachen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe lange keine Sesamstraße geguckt. Gibt es das eigentlich noch? Die Sesamstraße? Das weckt schon so ein bisschen Erinnerung. Ja. Also nachdenken über die Sesamstraße und es gab damals noch alles. Der komische Vampi von RTL 2. Und Bim Bambino natürlich. Was man früher halt so geguckt hat, als drei Käse hoch. Würde ja mal interessieren, was habt denn ihr früher so geguckt? Oder was guckt ihr vielleicht jetzt auch noch an Zeichentrick oder ähnlichem? Wenn ihr das mit uns teilen wollt, dann schreibt es doch einfach mal in die Comments. Merry Christmas! Mary hat ein kleines Lamm. Was? Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass es ja heute wahrscheinlich noch ein zweites Video gibt, denke ich, haben wir jetzt auch erstmal genug geslendert. Ich hoffe, ich sehe euch dann heute Abend nochmal wieder bei The Arrival. Ich hoffe wirklich, das wird was. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Das ist auf jeden Fall ein Spielchen, das wir irgendwann nochmal wieder rauskramen werden, in zu passenden Zeiten natürlich dann. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, heute Abend Slender, The Arrival. Verpasst es nicht, das wird gut. Und dann sage ich an dieser Stelle jetzt erstmal Ciao. Ja, Leute, da bin ich nochmal. Ich habe mir gedacht, wenn wir ja jetzt mit Slenderman's Shadow soweit durch sind, könnte ich hier die Credits nochmal einspielen lassen, so zum Abschluss. Dass ihr nochmal seht, wer für die ganzen Karten hier verantwortlich war. Tom und Harry nämlich. Nein. Ja, Indie-Spiel, da sind die Credits immer nicht besonders lang. Und dann neigen sie sich schon dem Ende zu und damit... Oh. Offenbar wurde für dieses Spiel gespendet. Also, das wusste ich gar nicht. Ah, na gut. Ich lasse das jetzt hier noch durchlaufen. Ich verabschiede mich jetzt wirklich. Wir sehen uns heute Abend. Gehabt euch wohl. Ciao.